Der Besuch vom Weihnachtsengel. La 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 la. Lisa! Hallo Mama. Lisa, wie sieht's hier denn aus? Ich hab gespielt. Und warum hast du es nicht gleich weggeräumt? Weil ich keinen Bock hatte. Aha. Kein Bock? Also willst du nicht, dass der Weihnachtsengel über Nacht zu dir kommt? Ein Weihnachtsengel? Der guckt, ob du was zu Weihnachten kriegst. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Ja, räum mal lieber auf. Okay. Ein Weihnachtsengel, ob das stimmt, wäre schon cool. Das dauert bestimmt eine Stunde. Eine halbe Stunde später. So, fertig. Jetzt habe ich mir aber den Weihnachtsengel verdient. Lisa, komm runter. Ja. Lisa, trink noch was, bevor du Zähne putzen gehst und bevor du ins Bett gehst. Ja, Mama, mach ich. Achtet der Weihnachtsengel auch, wie ich Zähne putze? Bestimmt, also putze ich lieber 5 Stunden. 50 Minuten später. Lisa, bist du wahnsinnig? Ich habe 50 Minuten geputzt. Lisa, ich habe mich gewundert, wo du bist. So lange brauchst du nicht putzen. Geh hoch, ich kämme dir die Haare, okay? Ja, wo bleibt denn Mama? Da bin ich. Jetzt kämme ich dir erstmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aua! Hast du wirklich ordentlich Zähne geputzt? Ich habe Was rumgearbeitet, Jungs? ich hab 3 Minuten geputzt. Kindchen. Mama, kannst du mir eine gute Nachtgeschichte noch vorlesen? Ja, mache ich gerne. Und so wachte Dornröschen auf und heiratete den Prinzen. Und sie lebten glücklich Bis am Ende ihrer Tage. Ja. Ob der Weihnachtsengel heute kommt? 24 Uhr, Mitternacht. Wo bin ich jetzt? Ah, Lisa Meyers. Lisa war immer artig, wie ich auf der Liste sehe. Ordentlich Zähne geputzt hat sie sich aber nicht gerade. Mal gucken, wie sie aussieht. Oh, ein liebes kleines Mädchen. Was wünscht sie sich eigentlich? Ein Pony? Ob sie das kriegt? Sie war immer artig, hat der Weihnachtsmann gesagt. Also kriegt sie es bestimmt. Lisa, ich bin's, der Weihnachtsengel. Deine Mutter wird stolz auf dich sein. Du warst das ganze Jahr artig. Ja. Mal gucken, ob ihr Zimmer aufgeräumt ist. Wow, eins der saubersten Zimmer, was ich gesehen habe. Da liegt noch die Bürste. Das ist wow. Ein artiges Kind, ein sauberes Kind und es hilft immer gerne. Sie hat sich Weihnachtsgeschenke verdient. Ja, so kann ich jetzt wegfliegen mit gewissen Gedanken und mit guten Gedanken. Was ist Lisa? Der Weihnachtsengel war nach da. Er hat mit mir gesprochen. Er hat gesagt, dass ich auf der dicken Liste stehe. Wirklich? Ja! Das war bestimmt toll. Ja! Der Weihnachtsengel war da. Das war schön. Und damit sagen wir Tschüss! Hä? Tschüss!